Nach langer Zeit des Schweigens auf dem Frische Sicht YouTube-Kanal und Podcast-Kanal freue ich mich sehr, mit Tom Wellbrock zu sprechen. Tom wird wahrscheinlich vielen akustisch bekannt sein, denn er ist eigentlich die Stimme der Nachdenkseiten. Also wenn ihr ihn jetzt gleich sprechen hört, dann werdet ihr wissen, wovon ich spreche. Zum anderen ist er auch journalistisch tätig auf seiner eigenen Plattform der Neulandrebellen. Dort schreibt er zusammen mit Gerd Evenunger und Roberto Della Puente, die drei Musketiere der Vernunft, sage ich immer. Und sie haben auch den Podcast der Wohlstandsneurotiker. Und ich bin seit langem mit Tom im Austausch, inhaltlich, freundschaftlich, würde ich es fast sagen. Deswegen sind wir heute auch beim Du. Und wir haben besprochen, dass wir heute einfach mal ein bisschen unsere Wahrnehmung der letzten Zeit teilen wollen oder öffentlich mal besprechen wollen. Denn es sind wahrhaft sehr spannende Zeiten und auch für Publizisten, Autoren oder Journalisten einfach sehr herausfordernd, weil einfach wahnsinnig viel passiert in hoher Schlagzahl. Und ja, Tom, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ja, den Dank gebe ich zurück. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Wir planen das ja schon ein kleines bisschen länger und freundschaftlich verbunden kann ich auf jeden Fall unterstreichen und bestätigen. Das geht mir ganz genauso. Und für mich ist es heute ja auch sehr schön. Ich bin ja sonst immer für den ganzen Technikkram verantwortlich. Und da brauche ich heute gar nichts machen. Das ist herrlich. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ich setze mich hin, mache das Mikro an und los geht's. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Ja. Tom, ich bin ja, wie gesagt, schon seit langem mit dir im Austausch zu den Entwicklungen rund um Corona. Jetzt natürlich auch die Russland-Ukraine-Thematik, die uns alle sehr beschäftigt auf unseren Portalen. Und es ist ja wirklich mittlerweile ein extremes Minenfeld geworden, sich da publizistisch in anderer Richtung zu äußern. Und da wollte ich dich jetzt erstmal fragen, wie geht's dir denn gerade mit diesen ganzen Entwicklungen? Ja, das ist eine gute Frage. Erfreulicherweise geht es mir privat wirklich gut. Ich kann also privat tatsächlich nicht klagen. Das war auch schon während Corona so, weil ich das Glück habe, als Freiberufler sowieso im Homeoffice schon seit jeher zu arbeiten. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht die vielen Probleme, die andere Leute hatten, die dann ins Homeoffice mussten, obwohl sie vielleicht gar keins hatten oder Kurzarbeit und oder eben auch Arbeitslosigkeit, Verdienstausfälle von selbstständigen Freiberuflern etc. Das hielt sich bei mir einigermaßen in Grenzen, was natürlich sehr schön ist. Aber die grundsätzliche politische Stimmung, die grundsätzliche politische Atmosphäre und das, was man immer so landläufig Meinungskorridor nennt, der in meinen Augen eigentlich nur noch ein kleiner, schmaler Schlauch geworden ist, das macht mir große Sorgen. Und jetzt ganz akut, wir zeichnen ja auf heute Abend, was haben wir, 22.04., ist es eben so, dass mich die kriegerische Stimmung, also die Kriegsgeilheit, muss man ja schon fast sagen, dass die mich verwirrt und verstört und aber auch traurig und aber auch wütend und fassungslos macht. Also ich weiß wirklich nicht, wo wir gelandet sind. Ich weiß es nicht, wo wir gelandet sind. Mhm. Wie geht's dir? Ja, also ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr betroffen. Und gerade im Hinblick auf die publizistische Tätigkeit ist es mittlerweile so, dass wenn man sozusagen Inhalte, Themen aus einer anderen Perspektive beleuchtet, dass da dermaßen viel Hass auf einmal entgegenschlägt in Mails, in Kommentaren, den ich in der Form einfach nicht gekannt habe. Das muss ich schon auch sagen, ist durchaus verstörend aus meiner Sicht, weil einfach mittlerweile die roten Linien, was den Umgang miteinander angeht, einfach weit überschritten sind. Naja, Scholz hat ja gesagt, es gäbe keine mehr. Ne? So, von daher, das trifft es ja schon ganz gut eigentlich. Ja, und das finde ich extrem bedenklich mittlerweile. Jetzt frage ich mich natürlich, ich meine, wir sind alle sozusagen aus einem Bereich, der viele Dinge sehr, sehr kritisch beleuchtet, sei es die westliche Politik, sei es auch die Corona-Politik. Mich würde mal grundsätzlich interessieren, wie bist du denn eigentlich in diese Rolle des Kritikers gerutscht? Was ist denn so dein Werdegang, dein Hintergrund? Mein Hintergrund? Oh ja, soll ich jetzt meine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählen? Ich fände es sehr, sehr spannend.
Ja, in komprimierter Form kann ich das ja mal machen. Tatsächlich ist es so, dass ich schon ziemlich früh politisiert wurde oder mich entschlossen habe, mich selbst zu politisieren. Und ich glaube, ich bin schon mit 12 oder 13, irgendwie sowas in dem Dreh, bin ich damals in die SDAJ eingetreten. Das war und ist immer noch, die gibt es ja immer noch, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, also die Jugendorganisation der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei. Die hat mich sehr geprägt. Zum einen, weil ich es hauptsächlich mit älteren Leuten zu tun hatte, mit denen ich oder von denen ich unglaublich viel lernen und mitnehmen konnte. Zum anderen, weil ich auch Diskussionskultur und Streitkultur etc. gelernt habe, denn ich war dann irgendwann auch in meinem Stadtteil war ich dann irgendwie im Kreisvorstand und war dann also aufgestiegen gewissermaßen und hab dann eben auch einfach einen etwas anderen Einblick dann noch bekommen in die Art und Weise, wie eben auch in so einer Jugendorganisation Politik gemacht wird, Entscheidungen getroffen werden, wie Diskussionen, Debatten, Streit geführt werden und so weiter. Später bin ich dann auch kurz, allerdings nur tatsächlich in die DKP eingetreten. Da bin ich dann aber recht schnell wieder raus, weil mir die Parteistruktur dann so gar nicht behagte. Und was damals für mich in der DKP auffiel, das erinnert mich eigentlich so ein bisschen an das, was jetzt in der Linken zu beobachten ist. Mehr oder weniger Filz und festgefahrene Strukturen und bestimmte Köpfe, die da irgendwie die Richtung vorgegeben haben. Also das war mir dann alles letztlich... ja, damals habe ich wohl gesagt, nicht kommunistisch genug oder so, aber heute würde ich sagen, es war mir eigentlich alles dann doch zu unflexibel und zu ja, verkopft und irgendwo in schon eine bestimmte Richtung festgelegt, die bestimmte Leute dann eben auch festgelegt haben. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwann auch aus der SPD, aus der SDAJ dann wieder ausgetreten, weiß ich gar nicht mehr wann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr warum, aber ich glaube, das behagte mir dann alles nicht und war aber dann schwer aktiv und politisch aktiv. Das war so die Zeit, als es dann eben auch die Ostermärsche auch natürlich, die Friedenssternmärsche gab und gegen Cruise Missiles und Pershing 2 demonstriert wurde, für den Krefelder Appell Unterschriften gesammelt wurden. Da war ich im Grunde genommen immer unterwegs, wenn das irgendwie ging. Ja, und so bin ich dann irgendwie langsam reingewachsen und ich war dann häufig auch Klassensprecher, weil ich irgendwie sowieso immer gerne gesammelt habe und Klassensprecher, sollte das können. Irgendwann war ich dann auch Schulsprecher bzw. stellvertretender Schulsprecher, habe dann auch in der Zwischenzeit angefangen zu schreiben für Schülerzeitungen, habe dann irgendwann mit meinem großen Bruder mal zusammen eine eigene kleine Zeitung rausgebracht, also richtig in Handarbeit mit handschriftlichen Zeichnungen und auf Schreibmaschine und mit Tippex und allem drum und dran. Wir hatten, glaube ich, eine Auflage von 50 oder so. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch nicht alle verkauft. Und dann bin ich so nach und nach älter geworden und habe dann irgendwann Jens Berger kennengelernt von den Nachdenkseiten, der ja damals den Blog Spiegelfechter betrieben hat. Das war so einer der ersten politischen Blogs, glaube ich, habe ich dann später mal erfahren. Ich weiß jetzt nicht, habe ich nicht nachgeprüft, aber soll wohl so sein. Wir haben uns dann angefreundet und irgendwann hat er mir vorgeschlagen, Mensch, lass uns doch den Spiegelfechter zusammen machen. Das war für mich eine große Ehre. Ich hatte davor irgendwie eine geradezu lächerliche Reichweite mit meinem Wolfswort, hieß der Blog, genau. Und dann bin ich eben Spiegelfechter geworden und das war natürlich dann eine ganz andere Nummer und dann bin ich auch mit den Nachdenkseiten in Kontakt gekommen und hast es ja schon gesagt vorhin, da bin ich dann der Vertoner geworden oder die Stimme. Und dann ergab es sich irgendwann, dass wir den Spiegelfechter dann dicht gemacht haben und dann haben wir die Neulandrebellen kreiert und die habe ich dann zunächst mit Roberto de la Puente geführt. Es gab übrigens keinen Stress mit Jens oder so. Das hat eher logistische Hintergründe, die jetzt aber viel zu weit führen würden. Habe ich also mit Roberto de la Puente zusammen die Neulandrebellen aufgemacht. Und jetzt vor einigen Wochen, Monaten, also relativ frisch, ich glaube vor 2, 3 Monaten, ist dann unser hochgeschätzter Gerd Even Unger mit dazugekommen, der eben auch Russland sehr gut kennt und auch häufig da ist und sich auch im osteuropäischen Raum auch von der politischen und wirtschaftlichen Situation und Kriege, Historie und so weiter sehr gut auskennt.
der darüber hinaus ein toller Mensch ist, ist Roberto auch. Also ich bin der Charismatiker, sage ich immer. Und die beiden sind aber, nein, also und so sind wir jetzt zu dritt und das soll jetzt meine Geschichte in einigermaßen komprimierter Form gewesen sein. Jetzt ist es ja so, du hast einen recht stringenten Weg in den Journalismus gefunden. Wie empfindest du denn die derzeitige mediale Aufarbeitung dieser großen Themen, die uns alle beschäftigen, im zeitlichen Verlauf von Corona hin zur Ukraine? Für mich ist das eher sozusagen ein großer Gesamtkontext, den ich da ja sehen möchte. Wie empfindest du das denn? Ja, es gibt ja diese Verschwörungstheoretiker, wobei man dazu ja sagen muss, das ist inzwischen ein ziemlich gewagter Begriff, zumindest wenn er diffamierend gemeint ist, weil, glaube ich, nie so viele Verschwörungstheorien wahr geworden sind wie in den letzten gut 2 Jahren. Und es gibt ja tatsächlich, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz sympathisch so, weil ich Verschwörungstheorien sehr, sehr mag, aus Prinzip schon. Diese Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass Corona mehr oder weniger die Vorbereitung auf den Ukraine-Krieg gewesen ist, von der medialen Kommunikation her. Und offen gestanden, ob das jetzt geplant war oder ob es sich ergeben hat, darüber will ich jetzt irgendwie gar nicht urteilen. Aber es zeigt nicht, es zeigt natürlich tatsächlich in beiden Themenbereichen, dass wir es mit einer unterirdischen medialen Begleitung zu tun haben. Also während Corona ist es ja nun so gewesen, dass da erzähle ich ja nichts Neues, dass es halt immer nur, es gab halt immer nur eine Marschrichtung. Das war ja von Anfang an klar. Es gab Drosten, es gab den damaligen Gesundheitsminister und die ganze Truppe drumherum und es gab dann eben auch noch den Talkshow-Kandidaten Lauterbach. Und was die gesagt haben, das war halt Gesetz. Und alle anderen, die es anders gesehen haben, wurden dann Schwurbler, Antisemiten, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, weiß der Henker was nicht alles. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für die Medienlandschaft. Denn ich habe vorhin auf Facebook gepostet, wir sollten eigentlich nicht mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk sagen, das ist viel zu sperrig, lass uns einfach Staatsfunk sagen. Und tatsächlich geht es für mich ganz klar in diese Richtung. Also es ist wirklich so, dass ein Austausch oder eben auch das Zulassen unterschiedlicher Perspektiven, eine Thematik wirklich von unterschiedlichen Standpunkten aus zu betrachten und insbesondere dann auch die vorherrschende Meinung kritisch zu hinterfragen, zu recherchieren, in Frage zu stellen, das gibt es alles nicht mehr irgendwie. Das war auch vorher schon einigermaßen, also es war auch vor Corona schon durchaus problematisch. Die Einseitigkeit der Mainstream-Medien ist für mein Empfinden vorher auch schon erschreckend gewesen. Hat dann aber natürlich nochmal eine andere Qualität bekommen. Es geht halt mittlerweile über die tendenziöse Berichterstattung hinaus. Und es ist so, dass wirklich von medialer Seite im Gleichschritt, könnte man fast sagen, mit der Politik Menschen dann eben wirklich aufs Übelste angegriffen werden. Und der Ukraine-Krieg steigert das jetzt ja nochmal. Also das ist ja unglaublich, was da jetzt passiert. Früher war man Putin-Versteher, damit konnte man irgendwie noch relativ gut klarkommen. Wenn man jetzt aber sagt, ich bin nicht bereit, dieses Narrativ des Angriffskrieges einfach so unhinterfragt zu übernehmen, dann steckt man in Teufels Küche, das geht ganz schnell. Und das ist die eine Seite, dass ich wirklich denke, das kann es doch nicht sein. Normalerweise müsste auch gerade Journalismus, von dem erwarte ich eine gewisse Neugierde. Ja. Und die Lust darauf, Dinge in Erfahrung zu bringen, die noch nicht bekannt waren oder Zusammenhänge herzustellen, die einfach nicht diskutiert werden. Das ist für mich der Job von wirklich seriösem Journalismus. Stattdessen wird auf eine oberflächliche und wirklich schon dümmliche Art und Weise übernommen, was uns Politiker vorgeben, wie zum Beispiel Annalena Baerbock. Da muss ich einfach mal 2, 3 Sätze zu sagen. Annalena Baerbock, die schon im Wahlkampf von sich behauptet hat, sie käme aus dem Völkerrecht und sich jetzt als eine der radikalsten Kriegstreiberinnen entpuppt,
ausgestattet mit null diplomatischen Fähigkeiten, einer Sprachbehinderung, mit der ich überhaupt kein Problem hätte, wenn es nicht sie wäre. Das ärgert mich nämlich auch noch zusätzlich, weil diese Frau uns ja auch irgendwie international vertreten soll und nicht einen einzigen Satz gerade aussprechen kann. Da mögen jetzt andere sagen, ja, das ist jetzt aber diskriminierend oder so. Ehrlich gesagt, drauf geschissen, dann ist es eben diskriminierend. Und darüber hinaus, sie kennt nur die Eskalation. Sie kennt nur die Eskalation. Seit dem Beginn dieses, ich nenne es jetzt mal Angriffskrieges, man könnte es auch Einmarsch, Intervention oder sogar militärische Sonderoperation nennen, wie auch immer, seit dem Beginn dieses Konflikts, macht die Frau nichts anderes als zu eskalieren. Ja. Und jetzt aktuell hat sie sich tatsächlich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie sagt, bis Jahresende sind wir komplett aus der Energieabhängigkeit von Russland raus und davon befreit. Zum einen ist es für mich mehr als fraglich, dass das tatsächlich gelingen kann. Zum anderen spricht es für mich für ein komplett unverantwortliches Verhalten, weil die Folgen dessen, was sie da sagt, die kann sie überhaupt nicht überblicken. Und das ist mein dritter Kritikpunkt. Meiner Meinung nach agiert sie schlicht und ergreifend dumm. Ja. Da ist keine Intelligenz, da ist keine Empathie, da ist auch nicht die Fähigkeit, vielleicht mal nach vorne zu gucken oder sich oder mal abzuwägen, welche Möglichkeiten es denn vielleicht noch gäbe. Sie ist so dermaßen fixiert auf die Eskalation, auf einem intellektuell so niedrigen Niveau, da kriege ich keine Luft mehr, Thomas. Also das begreife ich einfach nicht. Und sie ist ja jetzt, damit hier nichts auf Baerbock irgendwie reduziert wird, sie ist ja da keine Ausnahme. Ich meine, ich bin relativ überrascht, dass Olaf Scholz im Moment immer noch sagt, okay, schwere Waffen, rede ich mich raus, mache ich nicht mit, ist die Frage, wie lange er das durchhalten kann. Aber zumindest in dem Punkt ist er ja einer der wenigen, der dann auch relativ dezent agiert, würde ansonsten die Leute an, Hofreiter und so weiter, schwere Waffen irgendwie mit seiner Möwe da auf dem T-Shirt, das kann ich ja gar nicht ernst nehmen, das ist ja Wahnsinn. Wobei man da jetzt auch sagen muss, ganz aktuell ist jetzt ein neuer Begriff in den Ring geworfen worden, nämlich der Begriff des Ringtausches, der vorsieht, dass Slowenien seine Panzer, ich kann jetzt die Marke nicht genau benennen, ich glaube T-72-Panzer, die ohnehin von der ukrainischen Armee genutzt werden, an die Ukraine geliefert werden, dafür dann aber deutsche Schützenpanzer wiederum nach Slowenien geliefert werden sollten. Also es ist letztendlich ein sehr fadenscheiniges Spiel aus meiner Sicht, das da getrieben wird. Also die Eskalation wird vorangetrieben, ohne Sinn und Verstand aus meiner Sicht. Und was mich jetzt so wahnsinnig interessiert, was ist denn deine Perspektive auf sozusagen unser journalistisches Tun? Weil das Interessante ist, wenn man jetzt diese andere Seite beleuchtet oder Leute zu Wort kommen lässt, die sehr kontrovers wahrgenommen werden, sozusagen in den Hauptmedien, wird einem sofort diese Einseitigkeit, die wir ja andersrum wieder vorwerfen, uns vorgeworfen. Also wir würden nur das eine Narrativ bedienen, keine anderen Stimmen zulassen. Also zumindest ist es bei uns so auf dem Portal. Was würdest du da entgegnen als Publizist, der ja auch sehr sozusagen die andere Perspektive einnimmt? Ja gut, ist doch super. Also wenn man beides zusammennimmt, hat man ein Gesamtbild. Ja. Also finde ich relativ simpel. Also für mich gibt es auch keinen Grund, jetzt die Leute, mit denen ich spreche. Ich habe jetzt mit Marc Bartelmeier gesprochen, der zwei großartige Dokus über die Volksrepubliken bzw. Donetsk gemacht hat und der ein unglaubliches Wissen hat, auch historisches Hintergrundwissen zu bieten hat. Und klar, das kommt natürlich nicht gut an bei, ich nenne es mal, der anderen Seite. Aber ich frage mal zurück, was für eine Wahl haben wir? Also es ist halt so, also wenn die etablierten Medien nicht in der Lage bzw. auch nicht willens sind, ein breites Bild der Thematik zu zeichnen, sondern sich reduzieren auf die einseitige Darstellung und dann den Leuten wie uns, die andere Seite darstellen, vorwerfen, wir würden einseitig berichten, ist es eigentlich für den Medienkonsumenten das Beste, was passieren kann, zumindest wenn er sich aus beiden Quellen bedient und wenn er dann eben als kompetenter Mediennutzer selbst sich sein Urteil über die Informationen bildet, die er bekommt. Und von daher
Ja, ich mag das Wort zwar nicht, aber das ist alternativlos. Also wir sind da dringend nötig, um Mediennutzern zumindest die Option zu geben, okay, also ihr habt hier im Prinzip alles, was ihr braucht und informiert euch über den Spiegel von mir aus und über die Tagesschau und ZDF und so weiter. Wenn euch das aber nicht reicht, und das sollte euch möglichst nicht reichen, so wie wir euch möglichst auch nicht reichen sollten, wenn euch das nicht reicht, dann guckt halt ein bisschen weiter. Und da, das ist natürlich auch enttäuschend und für mich wirklich grauenvoll zu sehen, dass die wenigsten Leute dieses eigentlich ja tolle Angebot annehmen. Das ist, es wird ja dann, gut, es wird politisch und medial dann eben auch gestreut, dass solche Leute wie wir, dass wir sind dann die Bösen und die Putin-Versteher und die Trolle und was Henker, was nicht alles. Aber als Mediennutzer erwarte ich da auch einfach, wir haben es ja mit erwachsenen Leuten zu tun. Also ich meine, da erwarte ich schon, dass die Leute dann eben auch mal sagen, okay, also ich sehe zu, dass ich mir jetzt ein möglichst breites Feld an Informationen irgendwie zulege. Und wer es nicht macht, der ist dann auch selbst schuld, ehrlich gesagt. Muss ja nicht alles geglaubt werden, was ich sage. Aber da sehe ich grundsätzlich die Problematik oder auch in unseren Redaktionstreffen etc. Wir überlegen händeringend, wie können wir dieses nach außen getragene Bild sozusagen dieser Randerscheinung oder dieser Nebenerscheinung überwinden. Also wie können wir es schaffen, sozusagen auch in unserem Tun ernst genommen zu werden? Es wird ja auch oft, also ich höre dann auch oft, ja, ihr seid ja keine richtigen Journalisten, ihr seid ja sozusagen Quereinsteiger, quer ist ja auch so ein Wort, Querdenker, Quereinsteiger, Querfront, diese ganzen Begrifflichkeiten, mit denen dann sämtliches Medienschaffen der alternativen Szene überzogen wird, das ist für mich ein großes Problem und ich frage mich, wie will man da sozusagen aus diesem Schmuddeleck herauskommen, wenn man vehement dahin gedrückt wird, beziehungsweise das auch in der öffentlichen Wahrnehmung so zu sein scheint, dass wir nur wirklich innerhalb einer Blase operieren, letztendlich? Ehrlich gesagt bin ich da nicht sehr optimistisch. Also ich glaube, mit dem Schicksal müssen wir bis auf Weiteres leben. Weil das, was dahinter steht, ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Konkurrenzgedanke. Also insbesondere der etablierten Medien, die ja, da geht es ja schon los von wegen Medienkompetenz. Also vernünftiger Journalismus müsste sich eigentlich noch viel mehr als die Medienkonsumenten, die Mediennutzer, müsste sich eigentlich viel mehr über alternative Quellen freuen. Um sie sich anzugucken, um nachzurecherchieren, ob das seriös ist, was sie jetzt sagen, was die selbst recherchiert ist oder ob das gar nicht stimmt und so weiter. Um dann für sich daraus zu ziehen, okay, also von Frische Sicht oder dem Wohlstandsneurotiker kann ich jetzt irgendwie aus dem Beitrag, den ich mir da angeguckt habe, kann ich, sagen wir mal, 20% oder 30% kann ich nachvollziehen. Das ist für mich stimmig, ist auch gut belegt. Das kann ich in meine Berichterstattung übernehmen. Und die anderen 60-70%, das ist eben nicht mein Fall, oder 80. Aber daran scheitert es ja schon. Es wird ja auch vom klassischen Journalismus gar nicht als Bereicherung wahrgenommen. Oder ich will gar nicht Bereicherung sagen, zumindest als weitere Möglichkeit, die eigene journalistische Arbeit zu verbessern. Zu vertiefen und neue Perspektiven, neue Eindrücke zu bekommen, das wird ja nicht als solches erkannt. Und solange, und ich sehe nicht, dass sich das ändert, solange sich diese Haltung hält, wird es ja nie, es gibt ja nur ein Entweder-Oder. Und entweder Mainstream oder alternative Medien. Und da ist schon der grundsätzliche Denkfehler drin. Und das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass die etablierten Medien in der Lage sind, die Möglichkeiten und die Optionen, das Potenzial, das alternative Medien bietet, zu erkennen. Das sehe ich einfach nicht. Ja, vielleicht ist eben auch dieser Begriff alternative Medien ganz falsch. Also seit du vorhin den Begriff der Alternativlosigkeit hast fallen lassen, geht dir mir nicht mehr aus dem Kopf, weil das ist ja das, was wir gesamtgesellschaftlich erleben oder auch politisch vermittelt bekommen. Es ist alternativlos. Und mich als Mensch bewegt das zutiefst, denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es immer Alternativen gibt und andere Ansätze. Und ich frage mich, dass
Oder ich denke mir tatsächlich mittlerweile, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, in einer Gesellschaft wie der unseren überhaupt noch einen Pluralismus leben zu können. Das ist jetzt eine sehr, sehr steile These. Nur das, was ich in den letzten Jahren jetzt erleben musste, hat mich wirklich zutiefst ernüchtert. Also diese Mechanismen, die da losgetreten wurden durch Corona, das muss ich so sagen, die erschrecken mich. Und dass Menschen bis jetzt noch nicht auf den Trichter kommen in Deutschland oder auch in Österreich, ja, dass da sehr viele Dinge nicht in sich stimmig sein können, das macht mich wirklich sprachlos. Oder auch was das Thema Ukraine angeht, dass eben eine wirklich lange Vorgeschichte vorhanden ist, die auch lustigerweise in den Hauptmedien mehrfach sehr gut auch aufgearbeitet wurde. Dieses kollektive Vergessen oder diese kollektive Ohnmacht, die erschüttert mich. Und ich frage mich, Ja. was können wir tun? Was können wir tun? Wie können wir auch Brücken bauen? Wie können wir vielleicht auch Leute wieder abholen oder einfangen? Ja? Geht es dann nur durch Konfrontation, wie es halt auch viele in den neuen Medien machen? Oder auch tatsächlich ist es vielleicht unsere Aufgabe, eher auch Lösungsansätze anzubieten? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Naja, also was den Pluralismus angeht, habe ich tatsächlich, also er ist natürlich logischerweise auf einem absteigenden Ast, das muss man so sehen. Und man kann auch sagen, dass er kaum noch vorhanden ist. Aber also ich habe ihn in der Corona-Zeit von Seiten erlebt, bei denen ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Also wenn man sich zum Beispiel dieses Viertel nach acht Format der Bild-Zeitung anguckt. Die Bild-Zeitung war vor Corona für mich kategorisch ein rotes Tuch. Nicht mal den Sport und die Horoskope habe ich gelesen. Dann kam dieses Format Viertel nach acht, zuerst ja noch mit dem Julian Reichelt, der ja sehr deutliche Worte gefunden hat und wie durch ein Wunder dann ja auch irgendwie gegangen wurde. Aber nichtsdestotrotz, das Format an sich, und zwar nur auf Corona bezogen, das muss man betonen, weil wenn man jetzt über die Ukraine zum Beispiel spricht, dann hat man gleich ein ganz anderes Wording. Und da ist es die Bild-Zeitung, wie ich sie kenne, hetzerisch und oberflächlich dumm und kriegsgeil. Aber da hat es also schon eine gewisse Pluralität gegeben, weil ja, es lag letztlich daran, dass halt alteingesessene Journalisten dann sich daran stießen, wie jetzt die Corona-Politik gemacht wird und letztlich natürlich auch davon ausgegangen sind, dass sie da auch eine gute Zielgruppe erreichen, weil die Unzufriedenheit ja auch in der Bevölkerung immer größer geworden ist. Das heißt, da ging es natürlich auch um Einschaltquoten und etc. Aber nichtsdestotrotz wurde ja eine kritische Meinung abgebildet. Also das kritischste Format gegenüber Lauterbach war meiner Erinnerung nach von den etablierten Medien eigentlich die Bild, beziehungsweise dieses Format Viertel nach acht. Ob das jetzt Pluralismus ist, ja, sei dahingestellt, aber das nur mal vorweg. Und deine Frage, was man da machen kann oder ob man nur auf Konfrontation gehen kann, das ist ja letztlich auch eine Frage der Gegenseitigkeit. Also wenn ich bei einem Mainstream-Journalisten anfrage für ein Interview, dann kriege ich im besten Fall eine Absage und im schlechtesten Fall gar nichts irgendwie. So nach dem Motto, ach, das ist einer von den, jetzt kommt wieder das Wort, alternativen Medien, neue Medien finde ich eigentlich auch schöner, mit dem spreche ich gar nicht erst. Andererseits gibt es aber ja auch in dem Bereich, der relativ etabliert ist, durchaus Leute, die sagen, die eigentlich diese Befürchtungen teilen und die sagen, das geht mir alles hier in eine falsche Richtung. Also Norbert Hering fällt mir da zum Beispiel ein. Mit dem konnte ich ein Interview führen über den Great Reset, war es, glaube ich, damals, war ein sehr interessantes Gespräch. Vor kurzem konnte ich mit Ulrike Gero sprechen, auch über die ganze Corona-Geschichte, Aufarbeitung und eben auch ihr neues kleines Büchlein, das sie rausgebracht hat. Das Interview war so lang, da musste ich dann sogar oder durfte ich dann sogar einen Zweiteiler draus machen. Und da gibt es natürlich Berührungspunkte. Auf der anderen Seite hat Ulrike Gero dann auch auf Twitter, die hat dann nicht nur mit uns gesprochen, sondern auch mit anderen neuen Medien. Und das war, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung, dass sie das gemacht hat, weil sie gesagt hat, okay, also das geht hier so nicht. Und
ich muss mir Leute suchen, mit denen ich darüber sprechen kann. Und die hat sie dann ja in zum Beispiel mir und anderen Formaten gefunden. Dann hat sie aber gleich wieder heftigen Gegenwind gekriegt von den anderen Medien, so nach dem Motto, wie kannst du nur? Und auf den sozialen Medien ging es dann auch, wie kannst du mit den Idioten von den Neulandrebellen sprechen und so weiter. Sie hat sich dann, glaube ich, sogar kurze Zeit nochmal wieder zurückgezogen, ist dann aber relativ schnell wieder auch zurückgekommen und ist jetzt wie eh und je mit Enthusiasmus dabei. Aber das sind natürlich eher Ausnahmen. Und also ich stimme dir zu, neben der Konfrontation muss man Angebote machen. Aber auf der anderen Seite müssen sie dann eben auch angenommen werden. Und das passiert relativ wenig. Aber vielleicht ist das eine Chance, wenn die Ersten sozusagen ausscheren und sagen, Mensch, also ich spreche jetzt mit Medium XY, das scheint mir irgendwie ein seriöses Medium zu sein und da möchte ich dann eben meine Punkte machen. Vielleicht kann das Schule machen, aber insgesamt, glaube ich, bleiben wir, wir ist jetzt auch so ein großes Wort. Es gibt ja von den neuen Medien gibt es ja 100.000 verschiedene Formate. Die einen sind gut, die anderen sind scheiße und mit den einen kann man was anfangen, mit den anderen nicht. Aber das gehört ja auch zur Pluralität halt dazu. Also ich kann ja nicht erwarten, dass jedes neue Medium genauso tickt wie ich. Ich meine, dann können wir eine Seite machen und gut ist irgendwie. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das fand ich eben auch sehr, sehr spannend oder einen sehr spannenden Aspekt, dass auch, glaube ich, ein gewisses Aufwachen innerhalb dieser sagen, Corona-Maßnahmen kritischen Blase vonstatten gegangen ist. Denn ich glaube, viele haben dann erst verstanden, dass wenn man sich in einem Thema einig ist, das nicht bedeutet, dass man in den anderen Themenbereichen einer Meinung ist, ja, sondern dass da wirklich auch diese Pluralität herrscht, was ich auch sehr gut finde tatsächlich. Also jetzt gerade im Hinblick auf die Ukraine-Krise oder auf diesen Krieg in der Ukraine gab es ja auch eine ganz spannende Entwicklung, dass du innerhalb der recht einheitlich erscheinenden Medienschaffenden auf einmal einen großen Bruch gesehen hast, letztendlich. Ne? Also die einen, die sagen, das, was da passiert, hat diese Seite und die anderen, die sagen, es hat diese Seite. Und dass es da auch zu gewissen Verwirrungen kam, auch seitens vieler Zuseher, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Wie erlebst du das gerade? Auch jetzt so diese weitere Spaltung möchte ich es nicht nennen, aber diese Erkenntnis? Also da bin ich auch nicht so wahnsinnig optimistisch, ehrlich gesagt. Tut mir ja leid, aber ich bin da relativ ernüchtert. Also ich teile deine Einschätzung, was den Themenkomplex Corona angeht. Da hat man wirklich viele Journalisten von der Seite kennengelernt und das jetzt im positiven Sinne, die ich nicht unbedingt für möglich gehalten hätte. Die sich also dann Viertel nach acht ist zum Beispiel ein Beispiel und die hatten ja auch diverse Gäste, wo dann auch Leute aufgetaucht sind und für mich wirklich gute Dinge gesagt haben und ich dachte so, wow, stark irgendwie, das freut mich sehr. Oder die ganze Freiheitsdiskussion, die dann speziell Wolfgang Kubicki hier angeschoben hat, auch mit seinem Buch und neben Heribert Prantl übrigens, der das auch ja immer wieder gemacht hat, neben seinen nicht enden wollenden Hinweisen und Mahnungen darauf, wir hebeln hier die Verfassung aus und wir können nicht aufgrund einer solchen Situation die Verfassung und die Grundrechte aushebeln. Das geht verfassungsrechtlich schon gar nicht. Und solche Leute haben für mich einen wirklich, wirklich guten Job gemacht in der Corona-Zeit. Ja. Alles auf den Tisch war auch so eine Geschichte irgendwie. Ganz großartiges Format. Dietrich Brüggemann, allein er, der das Ganze ja, glaube ich, so ein bisschen angestoßen hatte damals oder sogar sehr angestoßen hatte, wie auch immer, der ja bis heute da wirklich standhaft und kritisch geblieben ist und sicherlich da auch Nachteile in Kauf nimmt. Als Regisseur, Filmemacher, Drehbuchautor, glaube ich. Das finde ich beeindruckend. Und da habe ich auch innerhalb der Gesellschaft insgesamt und auch innerhalb der Medien durchaus einen gewissen Versuch zumindest erkennen können, Pluralismus irgendwie zu leben. Und es wurde dann ja auch mehr oder weniger zugelassen, weil es dann natürlich auch Leute waren, die sozusagen relativ schwer angreifbar waren.
ein Kubicki irgendwie, dem kannst du nicht sagen, da kannst du nicht sagen, das ist ein Verschwörungstheoretiker, den musst du dann irgendwie anders aus der Bahn werfen. Und ja. Kubicki ist ein alter Hase, den wirfst du so schnell nicht aus der Bahn. Hat ja auch nicht funktioniert. Allerdings, wenn ich mir den Ukraine-Konflikt ansehe, dann bin ich da deutlich weniger optimistisch. Denn da kann ich deeskalierende oder mahnende oder auch nachdenkliche Stimmen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch hören, lesen. Also deswegen so diese Erzählung, Corona war eine Vorbereitung irgendwie, ob jetzt gewollt oder nicht, also das hat für mich eine gewisse Schlüssigkeit. Also bei Corona gab es immer noch irgendwie so ein paar, die ausgebrochen sind und ja. auch ein paar namhafte, die ausgebrochen sind. Und beim Ukraine-Konflikt, da sehe ich das wirklich kaum. Guckt ja alleine die Linkspartei an. Ich meine, das ist ja ein Armutszeugnis, ja. was sie abliefert. Und das verstehe ich halt auf der sachlichen Ebene, verstehe ich das einfach nicht. Weil ich denke, oder andersrum, dieser Ukraine-Konflikt, oder nennen wir ihn Ukraine-Krieg, der beginnt in der medialen Wahrnehmung am 24. Februar 2022. An dem Tag, 22., nee, 24. war es, glaube ich. 24. Genau. Genau. Am 24. ist also Putin rein in die Ukraine und mit diesem Tag beginnt in der medialen und politischen Wahrnehmung der Ukraine-Konflikt. Und da komme ich wirklich nicht mit. Denn natürlich hat dieser Konflikt eine Geschichte, die dem vorausgeht. Und natürlich hat jeder Krieg, der begonnen wird, von wem auch immer, eine Geschichte, die dem vorausgeht. Und logischerweise und selbstverständlich muss man sich mit dieser Geschichte beschäftigen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und um dann daraus, und das ist dann sozusagen, das ist eine ganz hohe Kunst, da fällt mir wieder Baerbock ein, ja. Um dann letztlich sich selbstkritisch zu hinterfragen, wo liegen unsere Anteile an diesem Krieg, so wie er jetzt gekommen ist. Und Das ist ja kein Hexenwerk. Ich meine, man muss sich ja nur die Angriffe auf die Volksrepubliken, auf Donetsk und Lugansk ja. angucken und auch noch andere Oblasten, die jetzt seit 8 Jahren andauern und in einer Brutalität geführt werden, die aber medial die letzten 8 Jahre hier ja auch nicht vorgekommen sind. Und man kann natürlich, wenn man interessiert ist, ja noch viel weiter zurückgehen und kann zur deutschen Wiedervereinigung zurückgehen und kann feststellen, dass es damals im Prinzip vernünftige Deals gegeben hat zwischen dem Osten und der NATO, keine Ausdehnung, keine Osterweiterung der NATO und so weiter. Das ist ja auch alles historisch belegt und nichts davon wird gemacht. Ja. Es wird einfach nicht gemacht. Es wird einfach gesagt, Putin, Angriffskrieg, schrecklich und damit ist die Geschichte erzählt. Und das ist natürlich auch eine Methode der Medien, die ganz bewusst auch so angewendet wird. Ja. Ich meine, wenn Markus Lanz sich in seine Sendung setzt und sagt irgendwie, ja, aber wir müssen ja auch an Georgien und an Syrien denken und was Putin da gemacht hat, fragt keiner, ja, was hat er denn da gemacht und was ist denn da eigentlich passiert und wie war das mit Georgien? Hat Russland Georgien angegriffen oder war es womöglich umgekehrt? Und wie war es denn in Syrien? War es womöglich so, dass Russland die einzige Partei war in diesem ganzen Wahnsinn, die sich nicht völkerrechtswidrig verhalten hat, sondern die als militärischer Verbündeter um Hilfe gebeten wurde. Alle anderen haben sich völkerrechtswidrig verhandelt. Die USA, die Türkei, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, alle, die da irgendwie ihre Finger mit drin im Spiel hatten, haben sich völkerrechtswidrig verhalten. Russland aber nicht. Und auch das gehört ja zu dieser Medienberichterstattung dazu. Lanz oder wer auch immer sagt dann, ja, aber Syrien und Georgien. Und alle nicken, ja, Syrien und Georgien. Ja, und keiner fragt, was war denn in Syrien und Georgien? Das wird dann einfach so rausgekotzt. Ne? Das wird so auf den Tisch gespuckt und gut ist. Und ja. Was mir da ganz, ganz wichtig ist, auch in diesem Kontext der Betrachtung dieser Entwicklungen rund um diese Konflikte und Kriege, nur das kritische Hinterfragen und Beleuchten bedeutet ja nicht,
dass man Krieg gutheißt oder jetzt ein Putin freisprechen möchte. Ja? Darum geht es ja nicht, sondern es geht nur darum, ein grundsätzliches Verständnis zu generieren, um dann auch vielleicht zu einer Lösung zu kommen. Ja? Aber also dieser Vorwurf, der auch mich ereilt auf der frischen Sicht zum Beispiel, wir würden da relativieren und Putin reinwaschen, in Anführungszeichen, das stimmt ja nicht. Es geht nur darum, wirklich ein gewisses Fundament an Wissen aufzubauen für die Menschen, ja, die das auch sehen wollen. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Form Krieg gutheiße. Jeder Krieg ist schrecklich. Ich verurteile das zutiefst, dass Menschen sich gegenseitig umbringen. Es muss andere Lösungen geben. Also, aber das scheint wirklich nicht in vielerlei Menschen Wertehorizont klar zu sein oder offensichtlich zu sein. Oder kriegt ihr da auch ähnliche Kommentare? Ja, na klar, also Putin-Versteher und so weiter und Kriegsrelativierer, klar, logisch, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal so, das gehört natürlich dann auch dazu. Natürlich. Weil du hast ja recht, jeder Krieg ist zu verurteilen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kriege wir im Moment auf der Welt haben. Man könnte ja meinen, es gäbe nur den Ukraine-Krieg, weil der ja medial dominiert, aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr Kriege und nebenbei hat die Türkei jetzt, glaube ich, im Irak wieder Angriffe gefahren, ja, die normalerweise sofort verurteilt und sanktioniert werden müssten, mit Sanktionen, die mindestens genauso schlimm sind wie die jetzt gegenüber Russland ausgesprochen werden. Ja. Also erstmal wird mit zweierlei Maß gemessen. Das ist natürlich das eine. Aber das gehört, wie gesagt, meiner Meinung nach auch zur Methode. Ja. Denn wenn ich natürlich den Ukraine-Krieg mit allem, was dazugehört, mit allen historischen Hintergründen, erst am 24. Februar beginnen lasse, dann muss ich mich A, nicht damit auseinandersetzen, wie es zu diesem Krieg gekommen ist, den ich auch zutiefst verurteile, auf jeden Fall, und der unbedingt beendet werden muss. Wenn ich also die historischen, die Folgen auslasse, dann kann ich natürlich auch meine eigenen Anteile auslassen, denn vor dem 24. Februar war ich als Außenministerium, Land oder was auch immer, war ich ja gar nicht vorhanden. Ne? Also habe ich damit ja gar nichts zu tun. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man das so sagen kann. Ja. Vor dem 24. keine Ahnung, was da war. Also ich hatte damit nichts zu tun. Und darüber hinaus funktioniert es natürlich auch deswegen gut, weil man dann eben auch ja gleich noch das viel größere Rad drehen kann oder eben nicht drehen muss und sich zum Beispiel mit den zutiefst völkerrechtswidrigen, brutalen und Jahre und Jahrzehnte lang andauernden Kriegen der USA und der NATO mit europäischer Beteiligung, damit muss man sich ja nicht auseinandersetzen. Es geht ja Gott sei Dank erst am 24.02. los. Und ja, vorher war ja gar nichts. Das ist ja so herrlich praktisch. Das ist wunderbar. Und dann, genau. Und dann bleibt einem eigentlich auch tatsächlich, wenn man jetzt in dieser, für mich ist das eine absolut kranke Gedankenwelt, aber wenn man sich in dieser kranken Gedankenwelt bewegt, dann kann man sogar, was dann auch schon wieder pathologisch ist, dann kann man sogar sagen, ja, stimmt, es geht nicht anders, als zu eskalieren. Denn wenn man alles andere ausblendet, was auch an Optionen theoretisch auf dem Tisch liegt und was an Entwicklungen auf dem Tisch liegt und direkt vor der eigenen Nase aufploppt, wenn man das alles ausblendet, ja gut, dann kommt man auch nicht auf großartig andere Ideen. Und da bin ich dann wieder bei der Dummheit zum Beispiel von einer Annalena Baerbock, die für mich wirklich einfach nur dumm agiert. Und geschichtsvergessen agiert und ohne jegliches historisches Wissen agiert und ohne ich weiß gar nicht, ob die jemals gehört hat, was Diplomatie überhaupt bedeutet, Kompromisse und so. Das ist ja auch das, was uns dann vorgeworfen wird, wenn wir sagen, es muss ein Kompromiss gefunden werden. Dann bist du ja schon der Arsch. Wie Kompromiss? Du kannst doch mit Putin kannst du doch keine Kompromisse eingehen. Der fühlt sich nur bestätigt und bestärkt und dann überfällt er Polen und dann Lettland und Island und Dänemark und weiß der Henker was nicht. Also das sind ja völlig absurde und abstruse Gedanken, als wenn Putin jetzt wirklich, ich meine, das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der sitzt doch da nicht im Kreml, hält sich an seinem Tisch fest und denkt sich die ganze Zeit, geil, erst die Ukraine und dann die ganze Welt. Das ist doch völlig
wie verblendet muss man denn sein, um das zu glauben? Aber das wird ja transportiert. Ne? Für Röttgen ist es ja ganz klar. Mit Putin verhandeln, der lügt sowieso. Dann sagt Oskar Lafontaine im Zwiegespräch mit ihm, ja, was wollen Sie denn damit sagen? Soll jetzt nicht verhandelt werden? Doch, doch, verhandelt werden kann schon, aber ich wollte nur klarstellen, das sind die Voraussetzungen. Putin lügt sowieso. Ja, was ist denn das für eine Verhandlungsgrundlage? Ja. Und natürlich besteht Diplomatie aus, das vielleicht noch, ich bin jetzt, habe ich jetzt in Rage geredet, aber das ist jetzt so. Natürlich ist es so, dass um einen Krieg zu beenden, es nicht ohne Kompromisse und Verhandlungen geht. Also gut, du kannst natürlich sagen, okay, wenn du zwei Kriegsparteien hast, die eine ist eindeutig schwächer, die andere ist stärker, dann besiegt die eine die andere und gut, dann werden die Grenzen neu gezogen, es wird neu aufgeteilt und gut ist. Aber in der Situation sind wir ja nicht. Schon deswegen nicht. Theoretisch wären wir sogar in dieser Situation, wenn die Ukraine das alles alleine stemmen müsste, dann wären die schon längst erledigt. Aber der Westen eskaliert ja schön und liefert Waffen und womöglich noch schwere Waffen und macht dann diese Reise nach Jerusalem da mit den Panzern und dementsprechend scheint da ein gewisses Gleichgewicht zu hergestellt zu werden. Und wenn wir dieses Gleichgewicht mal unterstellen, ich glaube nach wie vor nicht, dass es das gibt, aber wenn wir dieses Gleichgewicht mal unterstellen, dann kann man erst recht nur zum Schluss kommen, okay, es wird da keinen Sieger geben. Es muss verhandelt werden. Es müssen Kompromisse ausgehandelt werden. Und wer sich dann hinstellt und dann noch argumentiert über die vielen Kriegsopfer, die Zivilisten und die Frauen und die alten Männer und die Kinder, meinetwegen auch die alten Frauen, also die ganzen Zivilisten, die dem Krieg zum Opfer fallen und dann argumentiert, weil wir denen helfen wollen, liefern wir jetzt Waffen. Ich meine, da muss man doch wirklich nur mal kurz innehalten, eins und eins zusammenzählen, um dann zum Schluss zu kommen, das kann doch nicht funktionieren. Ich kann doch den Krieg nicht beenden, indem ich ihn verlängere. Das macht doch keinen Sinn. Und wenn es mir wirklich an den Zivilisten liegt, wenn ich wirklich denen helfen will, dann muss ich alles Diplomatische auspacken, was mir zur Verfügung steht, sofern mir was zur Verfügung steht, und muss zusehen, dass über Verhandlungen dieser Krieg mit Kompromissen beendet wird, mit denen alle gut leben können und die dann letztlich die Zivilisten schützen. Aber das, was wir erleben, die pure Eskalation und Waffen dann noch im Ringtausch und hier noch, da noch und vielleicht noch Schwere und auch mal gucken und Weltkrieg kann vielleicht so schlecht auch nicht sein, wenn es der Sache dient. Wem ist damit geholfen? Außer der Rüstungsindustrie und der Ausdehnungsgeilheit der NATO, der USA und, ja gut, die europäische Rolle ist nochmal was anderes, aber ja. Ich denke mir halt in allem, was hier passiert, ich frage mich immer, genau, was passiert, wenn dieser Konflikt beigelegt ist? Was passiert, wenn auch Corona letztendlich irgendwann mal verschwunden sein wird, ja? Wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, aber das ist ein anderer Punkt. Aber wie kann man eine Gesellschaft, die auch durch ein so drastisches Wording, ja, durch diese permanente Überschreitung von roten Linien, wie kann man so eine tief gespaltene Gesellschaft oder eigentlich Weltgemeinschaft überhaupt wieder an einen Tisch bringen? Oder ist das möglich? Ich bin mittlerweile etwas im Zweifel. Oder ob sich wirklich Gruppen bilden, sozusagen Lager, die sich einfach auf Nimmerwiedersehen einfach trennen müssen. Das ist jetzt ein sehr drastisches Bild, aber es geistert mir im Kopf herum, ne? Also ich neige dazu jetzt schon wieder zu sagen, da bin ich nicht sehr optimistisch, aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal was Optimistisches sagen, damit ich hier nicht irgendwie als der ewige Pessimist in die Annalen eingehe. Also positiv zum Beispiel oder optimistisch stimmt mich tatsächlich, dass zum Beispiel ich dich kennengelernt habe und noch eine ganze Menge andere Leute kennengelernt habe im Laufe dieser Krisen, in denen wir uns befinden, Corona und jetzt eben Ukraine. Ich weiß nicht, ob wir uns unter anderen Voraussetzungen über den Weg gelaufen wären. Und das finde ich einfach großartig. Also menschlich, politisch, philosophisch, wenn du so willst, fühle ich mich dir sehr nahe, fühle ich mich anderen Leuten auch sehr nahe, die ich teilweise gar nicht kannte, teilweise verfolgt, aber nie mit ihnen kommuniziert habe. Und wo sich einfach Gespräche und auch Konstellationen aufgetan haben, die erstmal dem Herzen gut tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn letztlich ist es ja tatsächlich so, dass seit mehr als 2 Jahren wir eigentlich jeden Tag darauf eingeschworen werden, dass wir jetzt Dinge erleben, die dem Herzen eben nicht gut tun. Und in dem Moment, wo sich innerhalb einer solchen Krise oder solcher Krisen Menschen zusammenfinden, die von sich behaupten können, wir tun uns gegenseitig gut, ist das für mich auf jeden Fall
ein Grund zum Optimismus, um jetzt auch mal meinen Optimismus auf jeden Fall geschildert zu haben. Geht dir, glaube ich, auch so, ne? Absolut, ja. Absolut. Ja. Ja, zu der anderen Frage. Ich befürchte, also du hast ja auch schon gesagt, Corona, ja, das wird wahrscheinlich, hast du jetzt nicht gesagt, aber ich vermute, dass du das meinst. Das wird dann im September, Oktober geht es wieder los. Dann wird wieder getestet, dann steigen die Inzidenzen, die ja eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es geht ja nur noch um Krankenhausinzidenzen, aber es interessiert ja die Öffentlichkeit im Prinzip dann auch nicht. Und die Medien und die Politik setzen sich darüber hinweg. Jedenfalls wird das wieder losgehen, davon können wir ausgehen. Der Ukraine-Krieg, das hat Sleepy Joe Biden ja schon gesagt, der wird wahrscheinlich länger dauern. Und kurze Kriege können die Amerikaner ja auch nicht. Also ich meine, lange können sie auch nicht, aber auf jeden Fall können sie in die Länge ziehen und dadurch natürlich unglaublich viel Geld bewegen und bestimmte Industrien, vor allem voran natürlich die Rüstungsindustrie, die IT, die Überwachungsindustrie und so weiter, die können sie natürlich bestens stärken. So ein 3-Monate-Krieg, da kannst du nicht viel verdienen. Also 3 Jahre ist schon ein ganz anderes Gesicht. Ich glaube tatsächlich grundsätzlich, dass wir aus diesem Krisenmodus nicht mehr herauskommen werden. Und ich glaube tatsächlich auch, das liegt daran, also das ist letztlich systematisch bedingt. Das Wirtschaftssystem und auch das soziale Miteinander, aber in erster Linie das Wirtschaftssystem, so wie wir es jetzt hier in Europa seit, keine Ahnung, 30 Jahren ungefähr erleben, dieser aggressive Neoliberalismus, der ja auch dazu geführt hat, dass die Menschen keine Sicherheit mehr haben, keine sicheren Arbeitsplätze mehr haben. Es gibt prekäre Jobs, es gibt Zeitverträge, es gibt Befristungen, es gibt Werkverträge und Leute werden nicht mehr angestellt, sondern dann irgendwie als Freiberufler und dann werden sie wieder gekickt und so weiter. Also Sicherheit ist ja ein ganz wesentlicher Faktor und diese Sicherheit ist ja nach und nach immer mehr abgebaut worden, sodass die Leute eigentlich sowieso subtil immer in Angst sind, den Job zu verlieren, das Haus oder das Auto nicht mehr bezahlen zu können, Angst davor zu haben, wie es den Kindern geht, ob sie überhaupt eine Ausbildung machen können, ob sie studieren können. Nein, ist ja viel zu teuer, vielleicht dann irgendwas anderes und so. Also es ist eine permanente Angst da im Grunde. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das Wirtschaftssystem für mein Empfinden einfach gar nicht mehr funktioniert. Das bricht zusammen oder es bricht auseinander, wie auch immer. Und ich meine, Kriege, der Zweite Weltkrieg wurde auch begonnen in einer tiefen Rezession, in einer wirtschaftlichen katastrophalen Lage. Und auf so eine wirtschaftlich katastrophale Lage steuern wir nicht nur zu, sondern je nachdem, wen man fragt, Hartz-IV-Empfänger, Geringverdiener, in dieser Krise. Genau, sind wir längst drin. Und da die Bereitschaft fehlt, und jetzt geht es wieder darum, die Geschichte einfach auszublenden. Da die Bereitschaft fehlt auf der politischen, aber vielmehr auf der wirtschaftlichen Entscheiderebene, sich die letzten 30 Jahre anzugucken, zu gucken, was ist denn da passiert? Und das ist ja ganz schön scheiße, was da passiert ist. Und wir müssen jetzt, wir müssen das ändern. Wir müssen Sicherheit wiederherstellen, wir müssen Zufriedenheit herstellen, wir müssen auch eine gewisse Harmonie, einen gesellschaftlichen Zusammenhang herstellen. Es wird ja nur noch gespalten. Wenn das nicht passiert, wenn diese Einsicht nicht kommt und ich sehe das nicht, dann läuft es halt irgendwie tatsächlich darauf hinaus, okay, das Ganze fliegt uns um die Ohren. Tom. Klaus Schwab nennt das Ganze dann Great Reset. Ich glaube, kreative Zerstörung. Kreative Zerstörung. Und über Schwab oder den Great Reset oder so mache ich mich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr lustig. Also eine Weile habe ich wirklich gedacht, ja Gott, der alte Mann da irgendwie, der ist sowieso nur eine Ausstellungsfigur und ist er wahrscheinlich auch. Aber nichtsdestotrotz, was da läuft und kreative Zerstörung ist für mich da wirklich ein absolut prägnantes Beispiel. Das ist das, was wir jetzt erleben. Hier wird, ob es jetzt kreativ ist, darüber kann man jetzt wirklich vortrefflich streiten, aber hier wird etwas zerstört und zwar in großem Maßstab. Tom, wenn du in die Zukunft schaust, wir haben jetzt ja durchaus jetzt nicht so positive Aussichten gestreut, aber was wäre, wenn du dir etwas wünschen könntest für die Zukunft? Was wäre das für die nächste Zukunft? Puh. Ja, also
Im Prinzip ist es tatsächlich der Weltfrieden. Es ist ja so naiv, ne? Aber also ich denke wirklich, dass das, was eigentlich über allem stehen sollte, wäre wirklich Frieden. Und darüber hinaus, gut, das war ja nur eine Frage, aber Hunger wäre für mich auch so eine Sache, der ja eigentlich von finanziellen Gesichtspunkten aus betrachtet auch leicht behoben werden könnte. Da spricht ja dann auch wieder das Wirtschaftssystem und der Kapitalismus und Neoliberalismus und die Gier und so weiter dagegen. Aber gut, also in erster Linie tatsächlich, ja, das ist der Klassiker, ne? Weltfrieden. Weltfrieden. Tom, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und ich werde natürlich gerne alle deine publizistischen Tätigkeiten und Felder in den Shownotes verlinken, dass dann eben auch die geneigten Zuschauer mal gucken, was ihr da alles so treibt an tollen Dingen. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und hat mich sehr gefreut, dass du so wahnsinnig viel zugehört hast, denn mein Redeanteil lag wahrscheinlich bei 70-80%. aber wenn ich erstmal angefangen habe, dann ist das eben so. Vielen Dank, Thomas, es war ein tolles Gespräch, wie immer mit dir und bin mal gespannt, was die Zuschauer, die Zuhörer so sagen. Ich danke dir sehr. Bis bald. Jo, bis bald. Tschüss.